Das war für die Landesregierung heute ein ganz besonders ungemütlicher Tag. Genauer gesagt für Malu Dreyer, die sich von gleich 4 Ausschüssen zum geplatzten Hahnverkauf rechtfertigen musste. Ja, nachdem sie bereits einen Misstrauensantrag im Parlament über sich ergehen lassen musste. Sie erinnern sich ans Hahndebakel. Der chinesische vermeintliche Käufer hatte sich als mutmaßlicher Betrüger entpuppt. Das Land stoppte den Verkauf in letzter Sekunde. Welche Rolle spielte Malu Dreyer dabei und kann der Hahn überhaupt noch gerettet werden? Zur Sache, will's wissen. Ja, über diese Fragen spreche ich gleich mit Malu Dreyer, die heute schon viele Fragen beantworten musste. Auf Antrag der CDU-Opposition gab es nämlich heute eine Sondersitzung, in der es um mögliche Fehler der Ministerpräsidentin beim Hahnverkauf ging. Auslöser für die massive Kritik der Opposition war ein Brandbrief von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, in dem die Ministerpräsidentin für den Zeitdruck bei den Verhandlungen mit dem chinesischen Investor verantwortlich gemacht wird. Frank Helbert fasst Fragen und Antworten des heutigen Tages sowie die Vorgeschichte zusammen. Malu Dreyer seit Wochen unter Druck. Die Opposition zielt auf ihre Glaubwürdigkeit. Sie, die Ministerpräsidentin, die Juristin, die bekannt ist dafür, dass sie akribisch arbeitet, hat sie trotz Warnungen auf einen schnellen Verkauf des Flughafens Hahn gedrängt, obwohl es Zweifel an der Seriosität des Käufers gab? Das wollten die Mitglieder von 4 Landtagsausschüssen wissen, etwa ob sie Druck auf die Verkaufsverhandlungen gemacht habe. Zu keinem Zeitpunkt habe ich zeitliche Vorgaben gemacht oder den Vertragsabschluss beschleunigt. Derartige Behauptungen sind einfach falsch. Und ich weise sie auch ganz deutlich zurück. Noch vor Wochen präsentierte die Landesregierung freudig chinesische Käufer des Flughafens. Die aber gelten heute als mutmaßliche Betrüger. Ein Debakel, das die neue Regierung gleich zu Beginn beschädigte. Und die Verantwortung dafür wird hin und her geschoben. Im SWR-Sommerinterview sagte die Ministerpräsidentin, dass die Beraterfirma der Landesregierung, die KPMG, den Käufer nicht ordnungsgemäß geprüft habe und deswegen schuld am Hahn-Debakel sei. Die KPMG ließ das nicht auf sich sitzen. In einem Briefwechsel vom Ende Juli, der jetzt öffentlich wurde, erhoben die Wirtschaftsprüfer Vorwürfe gegen die Ministerpräsidentin. Sie habe hinter den Kulissen auf einen schnellen Abschluss der Verkaufsverhandlungen gedrängt. Und das, obwohl gar nicht mehr klar gewesen sei, wer genau hinter den chinesischen Bietern steckt. Das sei vom Verhandlungsführer des Landes folgendermaßen begründet worden, so die KPMG. Mit den fehlenden Handlungsalternativen und dem Hinweis auf den von Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, bereits zuvor zum Ausdruck gebrachten Zeitdruck. Gleich 4 Landtagsausschüsse tagten heute, um die Hintergründe des geplatzten Verkaufsversuches aufzuklären. Die Politikwissenschaftlerin Lea Roger beobachtet für uns, wie die Ministerpräsidentin hier Rede und Antwort steht. Die erste Frage vom parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Opposition. Frau Ministerpräsidentin. Dreyer habe den Hahn zur Chefsache gemacht. Wie sehr also war die Regierung in die Verhandlungen eingebunden und sie damit verantwortlich? Dreyers Antwort, Chefsache sei das Thema nur bei europarechtlichen Fragen gewesen. Danach habe wieder die Verantwortung des Innenministers gegolten. Wir sind von der Ausnahmesituation zum üblichen Ressortprinzip zurückgekehrt. Und das war auch von Anfang an transparent. Das ist immer sehr deutlich gewesen, dass das Innenministerium die Federführung für das Verkaufsverfahren hat und sich zur Unterstützung auf KPMG zurückgegriffen hat. Wie beurteilt die Politologin eine solche Rechtfertigung? Als Ausrede der Ministerpräsidentin oder als sinnvolle Erklärung? In Rheinland-Pfalz herrscht das, was man Ressortprinzip nennt. Heißt, der Minister ist selbstständig, verantwortlich für seinen Geschäftsbereich und in eigener Verantwortung auch vor dem Landtag. So steht das in der Verfassung und so wird das politisch auch gelebt. Ein weiterer schwerer Vorwurf der Opposition gegen die Ministerpräsidentin. Dem Parlament sei verschwiegen worden, dass der Käufer zugesagte Zahlungen gar nicht geleistet habe. Wir haben es damals nicht für richtig gehalten, es da schon deutlich zu machen, weil zum damaligen Zeitpunkt wir von einer anderen Situation ausgegangen sind, nämlich von der Situation, dass wir ein gutes Vertragsverhältnis haben und dass wir seriös miteinander zusammenarbeiten. Die Oppositionsführerin sieht Dreyer in der Verantwortung und stellt die Frage, warum der Innenminister weiterhin im Amt sein darf. So verweist Julia Klöckner darauf, dass Malu Dreyer im Nachgang der Nürburgring-Affäre verantwortliche Minister ersetzt habe. Jetzt dagegen handele sie offenbar ganz anders.
Heute sagen Sie auf die Frage, warum Herr Lewenz noch im Amt ist. Verantwortung zu übernehmen, heißt für mich nicht, einen Minister zu entlassen. Jetzt frage ich mich, welche der beiden Aussagen gilt für Sie? Ich stehe zum Innenminister, ich sage das jetzt auch noch mal sehr deutlich. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass man Rücktritte nur dann rechtfertigen kann, wenn sie tatsächlich dann auch zu einer Veränderung der Situation beitragen. Ich sehe den Innenminister an seiner Stelle dort genau richtig, das Verfahren weiter zu begleiten. Für die Politologin Lea Roger ist dies die Sollbruchstelle des Problems. Das ist natürlich ein Knackpunkt. Und da hat die Opposition einen Punkt, und das weiß sie. Ja? Weil man natürlich differenzieren muss auf der einen Seite zwischen der Verantwortung der Ministerpräsidentin, die aufs Ressortprinzip verweisen kann und sagen, ich habe nur die Richtlinienkompetenz inne und der ist, bin ich nachgekommen. Und der Verantwortung des Ministers, der ja nun tatsächlich verantwortlich ist für das, was in seinem Ministerium geschieht, der also formal sollte sich zumindest vielleicht auch die Vorwürfe der Opposition erhärten, über einen Rücktritt nachdenken könnte, sollte, müsste. Und außerdem sieht die Politikwissenschaftlerin die Ministerpräsidentin vor allem in einem wichtigen Punkt in der Verantwortung. Vor dem eigentlichen Kabinettsbeschluss, der dann den Verkauf beschlossen hatte, lagen alle grüne Lichter von Seiten der KPMG vor. Darauf hat sich die Landesregierung verlassen. Was man hinterfragen kann, ist, dass KPMG bereits im Nürburgring involviert war. Warum man ausgerechnet wieder auf diese Beraterfirma zurückgegriffen hat, bleibt wohl erstmal das Geheimnis der Landesregierung. Bei mir ist jetzt Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Guten Abend, Frau Dreyer. Guten Abend, Frau Krane. Ja, Stichwort KPMG. Haben Sie denn überhaupt noch Vertrauen in diese Gesellschaft? Wie kann man das, wenn man von der Arbeitsweise so enttäuscht wurde? Naja, vielleicht um die Frage direkt mal aufzugreifen. Es gab ein Ausschreibungsverfahren, das hat das Innenministerium initiiert. Und da war nun mal das beste Angebot von KPMG. Ich muss auch sagen, wir haben viele Jahre ja gut mit KPMG zusammengearbeitet. Und nur in der Endphase des Veräußerungsprozesses ist es eben zu diesen Schwierigkeiten gekommen. Aber mit KPMG haben wir auch die Beihilfeproblematik bewältigt. Wir haben die Ausschreibung, die Interessensbekundung. Insofern ist natürlich die Situation jetzt keine leichte, weil einfach diese Schuldvorwürfe in der Öffentlichkeit bestehen. Aber wir haben uns verständigt, KPMG und die Landesregierung, dass wir das jetzt erstmal beiseite legen, dass wir diesen Ansprüchen danach nachgehen und dass im Vordergrund die Veräußerung stehen soll. Und diesen Prozess begleitet KPMG, aber auch ein zusätzliches anderes Wirtschaftsunternehmen. Wie haben Sie denn heute die Befragung der Ausschüsse empfunden? Naja, das ist das gute Recht, jedes Parlamentarier uns zu befragen als Landesregierung. Und natürlich stehe ich da zur Antwort zur Verfügung. Wir würden es gerne mal von Ihnen hören. Also, dass Fehler beim Verkaufsprozess gemacht wurden, das ist ja klar. Was haben Sie sich denn selbst vorzuwerfen? Dass es am Ende nicht zu diesem Verkauf gekommen ist, lag vor allem daran, weil der potenzielle Käufer nicht bezahlt hat. Das muss man einfach feststellen. Und natürlich ist es so, dass weder KPMG noch das Innenministerium gemerkt hat, dass es sich bei dem Käufer um jemanden handelt, der uns betrogen hat. Inwieweit das bemerkt hätte werden müssen oder nicht, das steht jetzt einfach im Moment noch offen im Raum. Aber natürlich ist an dieser Stelle auch der Bruch entstanden. Wer hat denn die größten Fehler Ihrer Ansicht nach gemacht? Das geht jetzt überhaupt gar nicht darum, wer hat den größten Fehler gemacht oder nicht. Klar ist einfach, dass das ein Problem ist, dass nicht erkannt worden ist, dass der Käufer nicht seriös ist, obwohl alle Bescheinigungen vorlagen. Einige der Bescheinigungen waren nun mal gefälscht und das ist nicht aufgefallen. Aber ich sage ganz ehrlich, als Ministerpräsidentin muss ich nicht hinterfragen, wenn ein Wirtschaftsunternehmen und ein Innenministerium mir Bankbelege vorlegen oder beziehungsweise deutlich machen, sie liegen vor und dann eben auch nicht zu sehen, sie sind gefälscht. Diese Frage wird ja aber auch geklärt. Aber intern, weil wir wollen jetzt, dass es mit dem Verfahren auch weitergeht. Ist das die Begründung dafür, dass Sie sich damals nicht ins operative Geschäft eingemischt haben? Das ist nicht die Begründung. Das ist das ganz normale Prinzip in unserer Landesregierung, dass natürlich die Ressortminister auch die Verantwortung für ihre Aufgaben haben. Und das Verkaufsverfahren ist ein extrem komplexes, kompliziertes Verfahren. Es ist gar nicht vorstellbar, dass ein solches Verfahren in der Staatskanzlei durchgeführt wird. Aber wenn die Verantwortung beim Minister liegt, warum wird er dann nicht zur Rechenschaft gezogen? Warum halten Sie an Roger Lewenz fest? Roger Lewenz nimmt ja seine Aufgabe sehr verantwortungsvoll wahr und er begleitet den Veräußerungsprozess sehr, sehr intensiv, auch persönlich.
persönlich. Und ich möchte einfach noch mal deutlich machen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Nürburgring mit den Konsequenzen und dem Hahn. Beim Nürburgring hat das Land einen Schaden in einer beträchtlichen Höhe leider erlitten. Und deshalb gab es auch Konsequenzen danach. Bei Roger Lewenz und dem Hahn stehen wir vor einer ganz anderen Situation. Der Verkauf ist in der letzten Phase zwar nicht zustande gekommen, aber es ist ja kein Vermögensschaden durch das Nicht-Zustande-Kommen entstanden, sondern wir sind jetzt wieder mitten im Veräußerungsverfahren drin. Genau, der Hahn kann eben noch verkauft werden, konkret für unsere Zuschauer, für alle Rheinland-Pfälzer. Was würden Sie denn jetzt anders machen im Verkaufsprozess? Würden Sie sich jetzt ins operative Geschäft mit einmischen? Nach wie vor hat der Innenminister die Ressortverantwortung. Aber klar ist, dass ich mich umfassender informieren lasse. Denn das ist ja auch die Regel, dass die Ministerpräsidentin sich immer informieren lässt. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir im Gegensatz zum letzten Mal auch jetzt in der frühen Phase schon das Angebot an Bieter machen, dass sie auch mit uns sprechen können. Das war im Übrigen auch der Wunsch von einigen Bietern. Und deshalb haben wir das Angebot an alle gemacht. Und etliche haben das auch wahrgenommen, einfach um einen persönlichen Eindruck von den Menschen zu haben, die ein Interesse am Hahn haben. Ja.